Die Weltmeister Brian Watson aus London und Carmen Winzel aus Stuttgart vor ihrem nächsten Auftritt. Einem von tanzten die beiden zusammen und wurden 1999 auf Anhieb Profi-Weltmeister in Lateintänzen. Carmen gilt in der Szene als das Jahrhunderttalent. Ich habe angefangen mit 17 Jahren im Schwarz-Weiß-Club Pforzheim zu tanzen und dann hat man dann schon damals gesagt, naja, ist ein bisschen schade, sie hat viel Talent, aber es ist zu spät. Und ich bin da eigentlich sehr stolz darauf, dass ich jetzt also so 11 Jahre später jetzt hier sitze und eigentlich Weltmeister bin. Jeden Tag bis zu 7 Stunden dauert das Training. Immer wieder wird an den Schritten gefeilt, über die Präsentation diskutiert. Aber die Chemie zwischen den beiden stimmt. Vielleicht, weil sie zusammen nur tanzen. Das